Wenn in der Stadt der vielen Wunden sich Schwert und Glaube eingefunden, doch von der eisenführend Hand der leuen Blick sich abgewandt, wenn Gold und Macht im Widerstreit mit Brauch und Sitte alter Zeit und Gewirrlinge stehen vor dem Tor, liegt Unheil über Arivor. Hallo ihr Gewirrlinge, es geht weiter mit den Helden in Arivor und die sind nach wie vor in zwei Grüppchen, wenn man so will, aufgespalten. Während Dartan noch in irgendeiner Angelegenheit unterwegs ist, von der die anderen nichts wissen, sind selbige andere am Turnierplatz und hatten zuletzt versucht, mit einem Holzschwertwettkampf dort ein Mammutorbillet zu finden, um damit letztlich der Frau Dottora Mycini den Zutritt ins Arivorsche Theater zu ermöglichen, um damit, und da geht die Kette los, den Erzherrscher zu sprechen, ihn zu warnen vor den Rissen, die auf Arivor zurasen, denn Arivor ist, zumindest laut der Dottora, in höchster Gefahr. Und jetzt wieder den Anfang der Kausalkette. Ja, hier sind sie auf dem Turnierplatz und das mit den Holzschwertern, das war nicht so, aber es gibt noch einen weiteren Wettbewerb, wo man ein Mammutorbillet gewinnen kann. Und zwar ein Kampf gegen einen doch recht fähigen Krieger. Nicht wahr, Moschen? Und damit ziehe ich mich zurück. Genau. Ja, zumindest sieht er nach einem fähigen Krieger aus, nachdem er drei Gegner im Alleingang besiegt hat. Mhm. Ja, unsere Heldengruppe wurde darauf angesprochen oder hat das auch zum Teil selber beobachtet, dass eben ja, da ein Wettschreiber steht und ja, es ein hübsches Sümmchen zu gewinnen gibt, wenn man eben diesen Travian, auch Heiligenmörder genannt wird, besiegt. Einsatz ist für jeden Teilnehmer eine Dukate. Und ja, unsere Helden müssen jetzt überlegen, wer tritt an, ob sie antreten. Und dann werden wir sehen, ob sie es schaffen. Von daher, bitte, wie entscheidet ihr euch? Also Retzan blickt hauptsächlich Nimro an und macht hin und wieder mal Seitenblicke auf Salandir und Khajiit, weil er weiß, dass er nicht kämpfen wird. Die anderen müssen es für sich entscheiden, ob sie die Situation so einschätzen, dass sie sich mit so einem anlegen. Nimro guckt zu Retzan, zu Khajiit, zu Retzan. Ihr könnt heilen. Richtig? Also ich würde es mit Salandir und Nimro versuchen. Um eure Frage zu beantworten, Nimru, ich bin ausgebildeter Bader, wäre glaube ich eher der richtige Begriff. Ausgebildeter Bader und für den allergrößten Notfall hätte ich auch ein, zwei Alchemiker dabei, die bei Wunden helfen würden. Ja? Bader, also Heiler. Ja. Ich kann euch verbinden, wenn ihr verletzt wurdet. Dann kämpft Nimru. Saladin ist unschlüssig. Der blickt die anderen noch an. Ich bin Jäger. Es ist etwas anderes, gegen ein Tier zu kämpfen, als gegen einen Menschen. Und ich bin auch nicht in bester Verfassung nach dieser Nacht. Nimru schaut einmal abschätzig den Elfen an. Aber Jäger können auch immer jagen. Das Wild kommt nicht nur, wenn Jäger ausgeruht. Das mag sein, aber es ist etwas anderes, gegen ein Tier als gegen einen Menschen zu kämpfen. Noch Wieso? Dazu gegen einen Krieger dieses Formates. Aber ihr seid Fernkämpfer? Ja. Dann steht Nimru vor euch. Alles gut. Dann bliebe die Frage der Teilnahmegebühr. Teilnahmegebühr? Der gute Herr möchte eine Dukate für jeden, der es versuchen möchte. Sind das die ganz großen Scheiben? Ja. Das sind die goldenen Scheiben. Ah. So eine hab ich. Retzan blickt dann einmal Khajiit an. Wie sieht es bei dir aus, Aladir? Hast du noch eine Dukate? Ich könnte durchaus einen Teil zur
zur Gebühr beisteuern. Doch die Frage ist, brauchen wir 2 oder 3 Dukaten? 4 Dukaten, wir sind ja 4 Personen, oder? Ich werde nicht kämpfen. Ich bin nicht für den Kampf ausgebildet. Kannst du was auf dem Guss armischen, dass sie stärker werden? Ich hätte eine Idee, was ich anbieten könnte, doch müsste ich da erstmal einmal mit dem Herrn, der das dort organisiert, reden, ob das erlaubt ist. Gut. Und er blickt trotzdem erstmal nochmal wieder Khajiit an, um ihn dazu aufzufordern, zu sagen, ob er am Kampf teilnimmt oder nicht. Ich will dann teilnehmen, ja. Na gut, dann frage ich mal kurz, ob ich einen Teil dazu beitragen kann und gehe zum Wettschreiber. Ja, der guckt dich an. Sagt guter Herr, ihr sagtet vorhin, man kann mit allen Mitteln kämpfen, richtig? Das ist richtig. Das heißt, im Prinzip, wie geht der gute Satz nochmal? Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt? Naja, um Liebe geht es hier nicht wirklich, aber ja, wie gesagt, bezahlt ihr... Aber wir sind nicht an den, an den Code der Ritterlichkeit oder der rondrischen Ehrenkodexe gebunden mit unseren Methoden. Wenn ihr es vermeiden könnt, bringt ihn nicht um. Ansonsten macht alles, was ihr könnt, um zu gewinnen. Hauptsache, ihr zahlt mir eure Teilnahmegebühr. Verstehe. Vielen Dank. Er geht wieder zurück zur Gruppe. Ist also keine Magie aus. Richtig. Und Retzan kramt aus seiner Umhängetasche eine kleine Fiole hervor, die mit etwas gefüllt ist, was recht zähflüssig aussieht und nicht ganz durchsichtig ist. Nemo schaut dich neugierig an. Wenn du dich dazu entscheidest, zu kämpfen, direkt davor, und er hält dir die Fiole hin, dann trage das hier auf deine Axt auf. Wenn du ihn damit gut genug triffst, dass du seine... Was trägt er? Irgendeine Art von Rüstung? Oder nur Kleidung? Nee, er trägt eine... Moment, ich guck kurz für dich nach. Er trägt eine... Ja, eine Kampfausrüstung, du würdest sie als eine Abart der Schuppenrüstung interpretieren. Okay. Wenn du das hier auf deine Axt aufträgst und ihn so gut triffst, dass du auf seine Haut kommst, dann wird es ihn dort verbrennen. Nimru scheint unter ihrem Halstuch zu grinsen. Nickt und nimmt dir die Flasche ab. Meine Meinung von Nimru hat sich aufgrund dieses Grinsens spontan verdreifacht. Und auch Retzan hat ein Lächeln auf den Lippen, das man nicht unbedingt nett nennen würde. An den Meister gerichtet, ich habe ihr eine Fiole mit Goldleim gegeben. Mhm. Naja, meine Fiole mit Goldleim, Singular. Mhm. Okay, habe ich offen für mich. Gut. Gut, Nemo, du hast jetzt also eine zähflüssige Substanz in einer Fiole bekommen. Ich schaut nochmal Salah dir an. Nun, wenn ihr kämpfen aufgeben, wollt, wenn Nimru liegt, aber kämpfst du so lange mit? Ja, wenn ihr wollt, aber wie gesagt, ich bin den Kampf gegen Menschen nicht gewohnt. Ist nicht anders wie Wildschwein, einfach treffen. Das sagt ihr so einfach. Ist höher als Wildschwein. An den
an den Schreiber wendet sich Saladier. Wenn mein Hund mitkämpft, braucht auch er eine Startgebühr? Natürlich, für jede, der mitkämpft. Saladier blickt die anderen an, dann wären wir bei 4 Dukaten. Nimbu schaut verwundert den Hund an. Der kann kämpfen. Nun, wenn du sagst, es ist nichts anderes als gegen ein Wildschwein, er ist ein ausgebildeter Jagdhund. Na dann. Ich habe eine Dukate. Jo, ich reiche ihm auch eine Dukate. Veranstalter. Braucht doch jemand Kajit nach. Braucht doch jemand eine Dukate, oder? Ja, ich wäre ganz dankbar über eine kleine Unterstützung. Dann reiche ich Saladier eine Dukate. Nehmen sonst auch eine. Ich habe gerade eine Fiole im Wert von 30 Dukaten einfach so weggegeben. Also ich ziehe mir mal 2 Dukaten dann ab. Retzan weist Nimbu nochmal darauf hin, dass sie unbedingt darauf aufpassen muss, wenn sie das aufträgt, dass es nur auf das Metall der Axt kommt. Wenn sie irgendwie einen Holzgriff hat oder so, weil das auch das Holz angreifen würde. Nimbu guckt die Flasche an. Ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt. Und trage ich es am besten mit Handschuhen auf? Lass es mich tun, sagt er und streckt die Hand wieder aus, um die Fiole entgegenzunehmen. Aber ja, Nimbu streckt sie dir entgegen und hält dann ihre Axt vor dich. So, dass du, also sie hält sie mit beiden Händen, dass sie schön ruhig liegt. Ja, also man muss es halt direkt vor dem Kampf auftragen. So wie es klang bislang, ist der Hühne ja jetzt nicht schon wieder im nächsten Kampf, sodass ich davon ausgehe, dass wir jetzt direkt quasi Genau, ihr seid die Nächsten. Ja, dann entkorke ich also das Fläschchen und trage vorsichtig es halt auf die Metallklinge auf. Alles? Man kann so etwas nicht aufteilen. Ah, also ja. Regeltechnisch nicht. Okay, verstehe. Ich habe auch keine Ahnung, das müsste der Meister spontan machen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man trägt es auf Pfeile auf oder so. Eine Pfeilspitze würde natürlich weniger brauchen, aber dazu steht nichts im Regelwerk. Ja, da würde ich dann sagen, dass du halt dann, dass ich mit der Fiole tunkst du dir dann halt deine 10 Pfeile oder sowas, tunkst du immer mal wieder rein. Aber ja. Pfeile wäre äußerst mächtig, aber ja. Das war jetzt ein Beispiel. Aber wie gesagt, für eine Waffe musst du es halt komplett machen, ja. Ja. Gut, also ihr habt eure 4 Dukaten dem Wettschreiber gegeben, habt die Waffe von Nimbu eingefettet und ja, wollt ihr noch irgendwas machen zur Vorbereitung? Ich habe da noch eine Frage, wie ist es mit der Menschenmenge im Kampf? Ist es dann weit genug, um den Malus loszuwerden oder ist das bleibt der? Es gucken euch sehr viele Leute zu, weil viele ja natürlich sehen wollen, ob ihr jetzt gewinnt oder verliert. Ja, trotzdem schätze ich ja, dass sie uns ein bisschen Raum geben. Also die werden ja wahrscheinlich nicht direkt, um da nichts abzukriegen, im Pulk direkt dran stehen. Ja, ihr steht in so einem Holzgestell drinne und um das Holzgestell drumherum sind Menschen. Ist die Frage, wirst du ganz hinten am Rand irgendwo stehen, um möglichst viel Abstand zu haben? Oder wirst du mit in den Nahkampf gehen? Oder was ist dein Plan im Kampf? Den Fernkampf. Also tatsächlich Nimru im Prinzip den Nahkampf zu überlassen und dann doch als Fernkämpfer mit den Fernwaffen anzugreifen. Und dann bist du sehr nah an der Menschenmasse. Dann hast du leider den Abzug. Okay, dann weil bleibt so der. So groß ist das Feld leider nicht. Das heißt, du musst dich schon ganz in die Ecke stellen und da sind halt die Zuschauer und brüllen dir halt auch ins Ohr zum Teil, wenn sie euch anfeuern. War nur wichtig. Okay. Gut. Dann sind eure Vorbereitungen abgeschlossen. Ja, soll ich für die Zuschauer noch kurz in 2 Sätzen erklären, wie vergiftete Waffen wirken? Ja, kannst du gerne mal machen. Es ist halt so, wie gesagt, man muss das Gift normalerweise direkt vor dem Kampf auftragen. Und bei dem ersten erfolgreichen Treffer mit der Waffe, das heißt also erst das erste Mal, wenn die Attacke geglückt ist und die Parade oder das Ausweichen des Gegners misslungen ist,
dann kommt halt das Gift zur Wirkung, wenn der Angriff Schaden verursacht. Wenn man halt nicht durch den Rüstungsschutz durchkommt, ist die Wirkung des Giftes weg, weil es dann quasi an der Rüstung des Gegners klebt. Und auch wenn sozusagen zu viele Angriffe pariert worden sind oder ausgewichen sind oder so, dann ist halt auch irgendwann das Gift nicht mehr an der Klinge der Waffe. Genau, und wenn es trifft, dann hat der Gegner natürlich immer noch einen Resistenzwurf sozusagen. Ja, beziehungsweise das Gift, also der Meister würfelt dann quasi für das Gift eine Talentprobe, die von der Stufe des Giftes abhängt. Genau. Und danach entscheidet sich dann, ob die schwere oder die schwache Wirkung des Giftes zum Tragen kommt. Genau, und jetzt hilf mir nochmal, das hat eine Giftstufe von 3, das heißt, ja. Ich mache eine Probe auf... Du würfelst im Prinzip auf die Werte 13, 13, 13 als Eigenschaften und das Gift hat sozusagen 3 Talentpunkte und die Probe ist erschwert um die Zähigkeit des Gegners. Genau, es ist normalerweise immer 10, 10, 10 und für jede Stufe bekommt er immer einen Punkt dazu. Genau. Ja. Gut. Okay, gut, dann haben wir das. Möchte der Mage noch irgendwas machen zur Vorbereitung oder bist du sonst soweit auch fertig? Bin soweit fertig, ja. Okay, gut, dann möchtet ihr den Wettschreiber eine Ansprache halten oder möchte jemand von euch versuchen, das Publikum noch etwas anzuheizen? Das würde Retzern tatsächlich übernehmen, weil er dann hofft, dass wenn er die Menge jetzt gut genug aufstachelt, dass dann vielleicht noch mehr Leute wetten und wir am Ende noch mehr rausbekommen. Okay, dann mach mal eine Probe auf, jetzt gucken wir mal, was ist denn das? Cheerleading. Auf Cheerleading, genau. Ich kann auf Betören würfeln. Ja, Betören, du willst ja das Publikum nicht umgarnen. Weißt du, wie meine Methoden sind? Nein. Ich glaub, du willst es ja eigentlich überzeugen, nee, oder? Ich wollte gerade sagen, es würde leider am ehesten auf Bekehren überzeugen gehen. Das hast du doch gut hingekriegt letztens. Ja, aber auch nur durch Glück. Ja. Es müsste dann aber immerhin, glaube ich, also ich glaube, das wäre öffentliche Reden, ne? So vom. Genau, ja, es ist definitiv das ist eine öffentliche Rede. Dann lass mich noch schnell gucken. Das habe ich nämlich noch nicht offen, meinen Charakterbogen. Also meinen selbstgeschriebenen. Ob ich da gegebenenfalls einer meiner Vorteile rein spielt. Das war ein ganz grammatikalisch korrekter Satz. Ja, da würde vertrauenserweckend reinzählen. Gut, ja. Ja, er würde hier dann auf Gareti sprechen, aber seinen thulamitischen Akzent ausnahmsweise mal raushängen lassen, um so ein bisschen herauszustechen sozusagen aus dem, was die sonst so hören. Und dann also sagen, werte Damen und Herren, werte Männer und Frauen des guten Kampfes, erblickt heute, wie Leute von außerhalb Arivors kämpfen. Eine starke Kriegerin mit Axt und Schild. Und das unterstützt von einem Magier des Geistes aus den fernen Thulamidenlanden, aus dem großen Fasar und einer Jägerin mit Kampfhund. Erblickt also einen Kampf, wie ihr ihn gewiss heute noch nicht gesehen habt und seid euch versichert, dass diese Leute euren Wunsch verwirklichen werden, diesen heiligen Mörder zu Boden zu bringen. Okay, dann mach mal deine Probe, bitte. Einfach dann erleichtert um 1 wegen vertrauenserweckend. Genau. Ah, 3 daneben. Ja, die Menge hört dir zu, aber ja, außerhalb von Arivor, sie sind sich dann nicht so ganz sicher, ob ihr wisst, mit wem ihr euch da einlasst. Und die Leute sind etwas zögerlich. Möchte einer von den anderen noch versuchen, das zu retten? Dann müsste er auch eine Probe auf Bekehren überzeugen machen, aber erschwert um 1. Ihr braucht dann keine Rede vorbereiten, sondern ihr seid dann
wenn Retzern ins Stolpern also, gekommen ist, seid ihr schön dazwischen gekommen. Ich halte es für besser, wenn dem Bruder es versucht. Das kann nur vorteilhaft sein. Ich glaube, sie ist in dem Bereich sogar sehr unfähig. Ja, ich halte das auch für keine gute Idee, wenn Saladier da groß was zu sagt. Der macht das schon. Der ist gut. Der Magier? Ich hätte auch nicht viel zu, noch was zu sagen. Das ist nicht seine Stärke, bekehren, überzeugen. Na gut, also Retzern, du merkst, ja, deine Ansprache, die musst du nochmal üben. Also leider wettet keiner sonst noch mehr auf euch, also der Sack bleibt leider so, wie er ist. Okay. Gut, dann geht ihr, wie gesagt, alle in den Ring und ja, ihr zieht schon mal eure Waffen und jetzt brauche ich von euch euren Initiativewurf. Ich hänge gerade an der Technik. Saladier hat schon. Rufus fehlt noch und Kajit fehlt noch. Da. Ah. Gut, dann werfe ich jetzt nochmal für euren Gegner. Aber Moment, ich kann den ja gerade mal auswählen. Gravian. Da. Dann seht ihr auch immer sein schönes Antlitz. Wow. Gut. So. Jetzt gucke ich gerade mal, kann ich... Ne, geht leider nicht. Okay, gut, dann müssen wir uns die Reihenfolge so merken. Geht's mit der Turn Order leider nicht, dafür bräuchte ich die Tokens. Gut, das heißt, Travian ist zuerst, dann ist Nimru. Dann ist Rufus, dann ist Nimru. Dann Khajiit und zum Schluss Saladier. Versucht euch bitte die Reihenfolge zu merken. Wenn ihr Schaden bekommt, denkt bitte selber an euren Rüstungsschutz. Den zieht ihr immer von dem Schaden, den ihr bekommt, ab. Der steht auch oben, neben der Initiative. RS. Und genau, und wenn ihr Schaden bekommt, macht ihr dementsprechend eure Lebenspunkte runter. Steht auch oben mit drin. Also ihr könnt eigentlich theoretisch sogar auf der Nahkampfseite bleiben, beziehungsweise Fernkampfseite für Saladier. Mhm. Gut. Ja, ihr seht, dass Travian ein Langschwert zieht. So, genau, er führt es einhändig und scheint sonst keine weiter, also kein Schild und nichts. Also er scheint wirklich einhändig zu kämpfen. Und ja, er geht erstmal in eine schöne Verteidigungshaltung und möchte erstmal wahrscheinlich sehen, was ihr könnt. Also für euch, er geht halt komplett in Verteidigungshaltung. Nimru findet das Ganze jetzt nicht weiter seltsam, stellt sich mit ihrem Schild und der Axt dahin und wartet erstmal ab, was ihre Mitkämpfer so machen. Ja, Nimru ist aber noch die gar nicht würde dran. Auch. Es ist Rufus. Warum ist Rufus vor mir? Weil er die höhere Initiative hat. Wir haben beide 18. besser. Ja, aber ihr habt, du hast 0,12 und er hat 0,15. Ach so. Er hat die höhere Initiative Basis. Genau. Okay. Ja, deswegen, Saladier, du musst natürlich Rufus Befehle geben, was er machen soll. Ja, Das heißt, du wirst in deinen, wenn du immer dran bist, wirst du keine freie Aktion mehr haben, weil die freie Aktion wirst du als Befehle für Rufus benutzen. Töte. Ich glaube, Töte hat er nicht. Saladier würde Rufus erstmal zurufen, dass er sich kampfbereit machen soll. Ja, das macht er. Okay, Nimru hat ja schon erklärt, was sie machen möchte, oder möchtest du noch irgendwas Spezielles machen? Ja, sie würde auch in Verteidigungshaltung gehen. Hast du das als Spezialmanöver? Ja. Okay, dann kannst du das bei dir als Spezialmanöver. Dadurch, dass ich ein großes Schild habe, ist mein Paradewert auch noch zusätzlich um 1 erhöht. Sehr schön. Gut, das ist ja nachher wichtig, wenn du dann parieren möchtest. Gut, damit ist der Magier dran. Du siehst, alle Kämpfer bereiten sich mehr oder weniger nur vor. Ich würde mich erstmal hinter die Kämpfer zurückziehen.
Dann im Blitzigwind vorbereiten. Okay, vorbereiten im Sinne von, du fängst an, ihn zu sprechen, oder? Wartest du? Der ist ja relativ schnell, brauche ja nur. Ja, deswegen ist jetzt die Frage, möchtest du den jetzt anfangen zu wirken, oder möchtest du auch noch abwarten? Würde ich jetzt auch benutzen an ihn. Okay. Guck ich mal, Blitzigwind, genau, eine Aktion. Also du kannst theoretisch in dieser Runde direkt angreifen, wenn du das möchtest. Ja. Okay. Ja, dann möchte ich noch machen. Gut. Dann hast du eine Erschwernis von, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wie hoch seine Seelenkraft ist, eine Erschwernis von 4. Okay, jetzt gucke ich gerade. Blitzt dich Find. Wird geblendet. Er hält eine Stufe des Zustandes Verwirrung. Die Qualitätsstufe ist in Kampfrunden. Gut. Das heißt, du ziehst dir bitte 4 ASP ab. Und ja, ihr seht alle, dass der Magier anfängt, was zu murmeln und dann ein großer Lichtblitz von seinem Stab in Richtung von Travian ausgeht und ihn scheinbar auch trifft. Dann ist Saladier als letztes dran. Ja, dann würde ich den Moment nutzen und direkt versuchen, mit meiner Armbrust einen Schuss abzugeben. Okay. Noch ist keiner von deinen Leuten im Nahkampf, deswegen hast du Schuss ins Getümmel noch nicht. Die Reichweite hat was für eine, deine Armbrust, hat was für ein Reichweitenspektrum, sag ich mal? 15, 75 und 120. Ja, dann kannst du sogar auf Distanz nah machen. Wo gebe ich das denn ein? Ja. Also ich bin im allerersten Kampf, das ist so. Siehst du, wo ich es gerade umschalte? Da. Mhm. Genau. Weil das sind weniger als 15 Meter, die ihr da drin seid. Den Sichtmodifikator kannst du aber ausmachen. Okay. Das stimmt alles. Genau, und wenn deine Leute mit im Nahkampf sind, dann musst du hier den Haken dann später reinmachen. Ah, okay. Mhm. Noch ist das aber nicht der Fall. Das heißt, ja, du darfst gerne einmal angreifen. Das ist einfach einmal den auf Attacke. Ach, auf Attacke da. Ohne irgendwelche Mali, ne? Ja. Richtig. Du kriegst sogar 2 Boni noch dazu. Das rechnet aber automatisch mit rein. Leider schießt du daneben. Gut, möchtest du mit deiner zweiten Aktion noch was machen? Möchtest du anfangen nachzuladen? Oder ich würde tatsächlich die Waffe wechseln. Okay, auf was wechselst du? Auf den Langbogen. Gut, dann genau. Wunderbar. So. Jetzt werde ich gerade angepinkt. Gut, damit sind wir einmal durch mit der Kampfrunde, richtig? Ja. Gut, damit ist Travian wieder dran und ja, er schüttelt einmal seinen Kopf und stürmt nach vorne und greift Nimru an, denn du stehst ja ganz vorne. Ja, das auch mit voller Absicht. Genau. So, jetzt muss ich kurz das wieder rausmachen. Gut, und ja, er greift dich mit einer normalen Attacke erstmal an. Er möchte wahrscheinlich wohl erstmal sehen, was du so kannst. Ja, und er trifft dich. Aufs Schild. Ja, aufs Schild, genau. Du verteidigst wunderbar. Gut, dann ist Rufus dran. Ja, Saladier würde ihm zurufen, spring ihn an. Mhm. Das ist jetzt einfach die Anspringen, ne? Genau, er ist noch nicht im Nahkampf, von daher geht das. Dafür braucht man halt einen bestimmten Abstand, aber den hat er ja momentan. Du hast hier... Genau. Ja, es gelingt ihm auch. Das heißt, du darfst einmal den Schaden dafür ausweichen. Achso, jetzt Moment, ich muss jetzt mal gucken, ob er ausweichen bzw. parieren kann. Nein, er kann nicht parieren. Das heißt, du machst den Schaden, bitte. Das ist keine gelungene Parade, der ist schlechter, als ich dachte. Gut, du greifst ihn an und ja, scheinbar verzieht er keine Miene. Also Rufus verbeißt sich schön in seiner Beinschiene, aber das scheint ihn wenig zu jucken. Nimru.
Nimru verlässt die Verteidigungshaltung, um zum Angriff überzugehen. Mhm. Und zwar versucht sie mit der Axt zu treffen. Gut, dann bitte einmal den Attackewurf. Gelungen. Gucken wir mal, ob er verteidigen kann. Nein, leider nicht. Es ist eine zweite Parade, weil Rufus ihn ja schon einmal angegriffen hat. Dann würfeln wir doch mal die Trefferpunkte aus. Mhm. Ach, 6. Ja, du siehst, dass du Travian triffst und ja, eine kleine rote Schramme bildet sich auf seinem Arm, die leicht anfängt zu bluten. Dann musst du jetzt würfeln, Moschen. Nee, er ist noch die vergiftete Waffe hat getroffen. Genau. Das würfel ich einmal. Und so ein Arsch, wie ich natürlich bin, mache ich das verdeckt. Ist okay. Wenn das Gift jetzt eine dreifach 1 würfelt, So, jetzt muss ich einmal kurz gucken, was die Auswirkungen sind von Goldleim. Die starke Auswirkung ist, dass der Effekt für 8 Kampfrunden anhält, die schwache, dass es für 4 Runden anhält. Mhm. Und die exakte Wirkung ist nun mal Säureschaden auf kleiner Fläche, das heißt 1W3 Schadenspunkte pro Kampfrunde. Genau. Das ist dann halt, wie gesagt, für 4 oder 8, je nachdem, wie die Probe gelaufen ist. Ja. Ja, dann darfst, das heißt, du darfst einmal einen W3 nochmal würfeln, um zu gucken, ja, weil um seine kleine Wunde entstehen kleine Bläschen. Ja, guck mal, nochmal ein. Ja. Gut, es entstehen halt wirklich kleine Bläschen. Mhm. Gut, dann ist der Magier dran, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Ja. Genau. Ja, du siehst, wie Rufus und Nimru Fabian schon behaken und ihm ja schon ein wenig Schaden vermutlich verursachen konnten. Wo ich es mal mit dem Horiphobus versuchen. Mit dem Horiphobus. Und verringerte Kosten. Habe ich auch schon gut gemacht. Habe ich schon eingestellt bei Modifikationen. Okay, ja, deine Erschwernis bleibt nach wie vor bestehen um 4. Ist die nochmal zusätzlich erschwert? Seelenkraft, genau. Wow! Ja. Genau. Je nachdem, was für eine Qualitätsstufe, kriegt der Gegner Furchtstufen. Spekt schön gelaufen. Das kann aber bei dir nicht ganz stimmen, weil du hast schon dadurch, dass du dir selber Modifikator reingelegt hast, minus 2 und durch den minus 2 wärst du bei minus 6. Du hast hier beim Modifikator nur minus 4. Ach, das ist nicht automatisch, weil ich habe das eher eingestellt schon. Nee, dann müssen wir es nachrechnen. Dann bist du nochmal um 2 runter, das heißt... 6, also Qualitätsstufe 2. Wahrscheinlich. Weil 5 und 7 ist ja irrelevant, nur die 15 kann ausschlaggebend sein. Also Kurs 2. Er hat gewürfelt 12, 5 und 7. Genau, 2 hoch, also 14, 7 und 9. Wie viel musst du da ausgleichen? Ja, nee, doch, stimmt. Qualitätsstufe 2 ist dann, ja, passt. Horiphobus. Okay. Ja, ihr seht, wie Travians Augen sich etwas weiten. Aber mehr scheinbar auch nicht. Gut. Verringerte Kosten bei ist also halbe Kosten, also 4 Punkte sich wählen ab. Genau. Frage von mir, wie lange hält das jetzt an, der Effekt? Normalerweise Qualitätsstufe mal 3 Minuten, da er den Zauber aber absichtlich abgeschwächt hat, kürzer. Aha. Ja, gut, damit ist Salah dir dran.
Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht schon wieder schießen? Ja, wahrscheinlich, ne? Die Dauer habe ich nicht gesenkt. Ich habe die Kosten gesenkt. Ja, du hast aber generell den Zauber schwächer gemacht. Okay, ja, okay. Nee, du hast ja erst deinen Bogen gezogen. Du müsstest jetzt halt einen Pfeil nachlegen. Mhm. Zielt er das Schnellladen schon mit rein? Ja. Okay. Gut, ja, das heißt, auf jeden Fall kannst du einmal schießen, eigentlich. Mhm. Dann würde ich das tun. Mhm. Und eine 20. Nicht so gut für dich. Das Fernkampf läuft richtig gut. Ja, Fernkampfpatzer-Tabelle. Lieber Gewirr, bitte würfel du mal 2W6. Das wird mir Buffy niemals verzeihen, was auch immer ich jetzt würfle. Ach, solange du nicht ihren Hund triffst. Solange du nur irgendwie jemand anderen in der Zuschauerränge triffst, alles okay. 2D6. 2W6. Oh, sie trifft den Wettschieber, dann kann ich mir schnell den Beutel schnappen und bin weg. Das ist so trifflich. Du stehst auch in der Nähe. Was hast du gewürfelt? 2 5. 10. 2 5, also eine 10. Mhm. Das ist nicht schön. Ich fürchte das auch. Ach, das ist noch das Harmlose. Der Held ist mit dem Zielen oder mit seiner Waffe, in dem Fall deiner Waffe, so beschäftigt, dass du dich in deiner nächsten Aktion nicht verteidigen kannst. Ich glaube, das geht sogar, durch das, dass ich ja relativ weit weg stehe. Ja. Guck mal, Buffy, wie ich zu dir bin. Ja. Glück gehabt. Gut, damit ist Travian dran. Und ja, der hat scheinbar jetzt die Nase voll. Und, kann ich verstehen. Ja. Und gucke ich gerade mal. Ja, greift dein Schild an, Nimro. Oh, Schildspalter. Nee, mhm. Also es gibt nochmal den Schildspalter extra, aber hier macht das wirklich so, dass er direkt das Schild angreift, weil beim Schildspalter dürfte sie Parade und sowas nicht benutzen, aber hier kann sie alles ganz normal weiter benutzen, aber er greift halt die Strukturpunkte des Schildes direkt an. Er möchte scheinbar das Schild zerstören. Mhm. Gut, kann man da ausweichen? Ja, aber nur ausweichen. Gut. Es würde ihm sogar kritisch gelingen. Ja. Yeah. Gut, da das beides Kids sind, hebt sich das auf. Normalerweise würde ich jetzt nachgucken, was und du nachgucken, was, aber da beide kritisch getroffen und kritisch ausgewichen sind, hebt sich das leider beides auf. Gut. Ihr habt ja das heißt hier leider. Mehr Glück, mehr Glück als Verstand, glaube ich. Ja. Aber das muss doch die Menge jetzt aufstacheln. So Das denke ich auch. Also jetzt müsste doch die Menge anfangen zu grölen, ja? Der Kampf geht in die Vollen und es ist auf jeden Fall spannend, das auf alle Fälle. Und ja, die Menge brüllt auch schön mit und Saladir, deine Ohren werden sich später bedanken, wenn ihr fertig seid, weil die brüllen dir halt wirklich quasi ins Ohr. Ja, super. Du, solange du mir nicht noch eine dritte Stufe von irgendwas reinhaust, dann wird das mit dem Schießen nämlich heute nichts mehr. Nein, du hast jetzt schon den Malus, weil, ja, du weißt, es ist immer noch eine Absperrung zwischen der Masse und dir, das gibt dir so ein ganz kleines bisschen Sicherheit, aber, ja, sie brüllen dir halt wirklich mehr oder weniger ins Ohr. Du wolltest ja unbedingt am Rand stehen. Naja, also mitten im Getümmel als Fernkämpfer ist halt auch scheiße. Ja, gut, dann ist Rufus dran. Ja, da wir ja ein eingespieltes Team sind, weiß er jetzt, was er tun soll, das heißt, er würde weiter zubeißen. Okay. Dann bitte einmal deine Attacke. Buffy, was ist denn los mit dir? Was passiert jetzt, wenn er seine Waffe fallen lassen muss? Das ist genau das, was in den Proben immer passiert ist beim Erstellen. 1 oder 20. Diese Würfel haben noch nie was von der Gaußschen Normalverteilung gehört. Ja, wirklich. Nimro klaut Saladin die Kritz. Ja. Zu Kiches Frage, ist der Kämpfer unbewaffnet, wird auf das Würfelergebnis 5 addiert. Sollte es unter 7 bleiben. Deswegen, lieber Gwirr, ja? Spiele wieder mit Zwei. 2W6, was mit Rufus passiert. Oh, der arme Rufus. Bring ihn nicht um, ja? Er bringt sich ja selbst um. Guck mal, eine 4. Eine 4, das heißt, es werden 5 dazu addiert, weil Rufus ist ja unbewaffnet, also weil, ne, er hat ja keine Waffe in der Hand. Das heißt, wir sind bei einer 9. Ja, Rufus bekommt für 3 Kampfrunden eine Stufe Schmerz. Dann beim Vorspringen ist er irgendwie mit der Pfote blöd aufgekommen und ist, ja, weggeknickt. Oder abgehund.
Na, ja, das ist vielleicht noch von der letzten Runde, weil er auf eine Metallschiene gebissen hat. Ja, genau, wahrscheinlich eher deswegen. Das... Ja. Buffy, du merkst dir bitte für 3 Kampfrunden. Ne? Mhm. Gut. Damit ja, ist Rufus Runde vorbei und Nimru ist dran. Ja, sie würde das machen, was wir eben gerade schon so gut hingekriegt haben. Einmal drauf mit der Axt. Mhm. Okay. Gucken wir, ob er verliert. Die ist in ihrem Element. Jo, ich glaube auch. Ja, auch wenn deine Attacke schön ausgeführt ist, leider schafft es Travian, die zu parieren. Die ist kritisch. Oh, schade. Ja, aber trotzdem hat er es leider geschafft zu parieren. Dennoch 1W3, genau, er kriegt nochmal 1 Schaden. Die Würfel wissen nur noch, wie man 20er und 1er würfelt. Das glaube ich auch. Ja. Du wirst der Einzige, der noch eine 3 würfeln kann. Ja. Genau, so, dann ist der Magier dran. Ich versuche ihn weiter zu blenden. Wird es das Gift nochmal? Kommt es jetzt nochmal wegen nochmal ja, Treffer und Gift? Das hat jetzt nee. Ja. Das hat ja schon seine Wirkung. Das wird sich jetzt eine Zeit lang ausbreiten, eine Zeit lang wirken und dann wird es veräppen. Es gibt also keine zweite Giftwunde jetzt durch den zweiten Treffer. Ich habe ja auch gerade nicht getroffen. Der ist ja blöderweise weggesprungen. Ja, aber selbst wenn du getroffen hättest, das Gift ist, also das, was auf der Waffe drauf war, ist schon im Kreislauf sozusagen drin. Okay, verstehe. Deswegen wäre es halt auch, wenn sie getroffen hätte und keinen Schaden verursacht hätte, sondern halt nur an der Rüstung hängen geblieben wäre, dann wäre die Giftwirkung auch weg gewesen, komplett weg. Ja. Gut, ja, der Magier ist dran. Und du möchtest. Würde ich nochmal versuchen, normal zu blenden, ohne Modifikation. Ja, gut, also minus 4 Seelenkraft. Genau, außerdem minus 4 wegen der Seelenkraft. Boah, da ist auch wieder eine 20. Uff, okay. Ich mach's einfach so wie unser alter Meister. Da war es so, wenn man eine 20 gewürfelt hatte, doppelte ASP-Kosten und der Zauber hat dann einfach nicht geklappt. Oder so, ja. Boah. Das heißt, du ziehst dir bitte 8 ASP ab. Und du hast gemerkt, der Zauber, der ging irgendwie nach hinten los. Du hast dich jetzt zum Glück nicht selbst geblendet, aber ja, das war irgendwie nichts. Gut, dann ist Saladier wieder dran. Ja, ich würde, wenn ich nur weiter kann, wieder auf Schießen gehen. Ja, du hast schnell laden. Mhm. Auch für Bögen, ne? Ja. Ja, nur für Bögen tatsächlich, aber... Ja, dann kannst du mit einer freien Aktion nachladen und dann, ja, schießen. Da muss ich einmal einhaken. Du hast ja gesagt, sie hat keine freie Aktion, weil sie die ja immer für Rufus benutzt. Richtig, sie hat aber keinen Befehl gegeben, sondern hat Rufus einfach nur angreifen lassen. Okay. Aber sie schießt leider trotzdem daneben. Gut, möchtest du mit deiner zweiten Aktion noch etwas tun? Weiß ich nicht. Nee. Nachladen? Okay. Ja, nachladen kannst du theoretisch auch, wenn du dann dran bist. Von daher... Du hättest jetzt mal dich umpositionieren können oder an die andere Seite rennen können oder. Ja, denke ich, stehe da ganz gut. Weiter vom Publikum weg, ohne in den Nahkampf zu gehen, komme ich nicht. Von daher bleibe ich da. Und verteidigen macht jetzt auch wenig Sinn. Also er greift ja nicht mich an. Ja. Du hast jetzt sogar eine Verteidigung noch, sollte er dich angreifen. Mhm. Ja. Nur wenn du jetzt deine zweite Aktion für irgendwas benutzen würdest, dann hättest du die nicht. Aber gut, dann sind wir mit dieser Kampfrunde durch. Ja, genau. Salat ist immer der Letzte, der dran ist. Gut, dann ist, Rufus. Travian, nicht vergessen. Travian, genau, Travian dran. Der muss nicht. Der kann auch einfach nur da stehen. Nein, ich glaube, das geht so nicht. Warum nicht? Das ist nicht die Regeln. Gut. Ja, diesmal versucht er wirklich mit einem Schildspalter dein Schild anzugreifen. Das heißt, dein Paradebonus für das Schild darfst du nicht benutzen. Kann er nicht. Warte mal. Er hat nicht seine Axt, er hat nur das Langschwert. Das geht nämlich nur für Hiebwaffen, Kettenwaffen und Zweihandwaffen. Das heißt, er greift ganz normal an. Das heißt, du hast deinen Bonus immer noch weiterhin. Auch ganz normal und nicht so wie letzte Runde das Schild angreifen. Genau, er greift diesmal das Schild an, wieder. Okay. Weil, ja, damit, wenn er trifft, er greift halt explizit das Schild an. Würde auch treffen. Ja, leider trifft er auch. Gut, dann schauen wir mal, wie viel Schaden er deinem Schild macht. 18. Das klingt viel. Das ist viel.
Das ist verdammt viel. Wie viele Strukturpunkte hat dein Schild? 20. Gut, du hörst es ordentlich knacken und du weißt genau, noch so einen Schlag hältst du nicht mit dem Schild stand. Das wird dir zerbrechen, wenn er nochmal da so gegenschlägt. Findet sie jetzt ganz schön doof. Ja, das war aber auch seine Aktion. Damit ist Rufus dran. Ja, der würde einfach nochmal zubeißen. Ja, okay. Dann mach deine Attacke mit Rufus. Schauen wir mal, ob er es verteidigen kann. Nein, kann er nicht. Bitte den Schaden. Ja, du siehst, wie Rufus abermals zubeißt, aber scheinbar nicht durch seine Rüstung kommt. Gut, dann ist Nimro dran. Ja, und dies ist gerade etwas aufgebracht, weil das Schild ja schon ganz schön geknackt hat. Sie setzt an zu einem Betäubungsschlag. Der aber leider in die Leere geht. Gut, dann ist Tabora dran, genau. Einmal 3 Schadenspunkte. Ah, hier, genau. Gut. Ihr Mist hat bislang am meisten Schaden gemacht. Ja. Also, naja, mit Unterstützung. Oder umgekehrt, je nachdem, wie man es sehen will. Ja. Gut, dann ist unser Zauberer dran. Ich will jetzt auf die Stabschleuder wechseln, also die Windhager Schleuder. Hast weil du ja Stab langsam zu lange gehen und mich ja so positioniere, dass ich halt seitlich von Avian stehe. Also, dass ich nicht über Nimro hinweg werfe. Ja, hast du schnell ziehen? Weil du ziehst ja jetzt gerade deine Stabschleuder. Schauen wir mal kurz. Nein, du hast leider nur schnell laden, nicht schnell ziehen. Genau, schnell laden hatte ich, genau. Genau. Ja, das heißt, du brauchst eine Aktion dafür. Das heißt, wenn du jetzt diese Runde noch angreifen möchtest, kannst du dich nicht verteidigen, solltest du angegriffen werden. Das ist okay für dich oder willst du dann lieber doch nicht angreifen? Noch ist das wäre zu riskant. Also zwischen dir und Travian sind immer noch Rufus und Nimro. Er muss erst an den beiden vorbei. Also er würde von beiden einen Passierschlag kriegen, wenn er dich wirklich jetzt angreifen sollte. Okay, würde ich doch versuchen. Okay, das heißt auch du darfst die Distanz auf nah setzen. Schuss und zu Tim ist richtig, genau. Und ja, darfst dann einmal bitte deine Attacke würfeln. Kampfgetümmel oder? Ja. Habe ich, okay. Ja, weil sowohl Rufus als auch Nimro ja mit ihm im Nahkampf sind. Schauen wir mal, ob er ausweichen kann. Rufus hatte getroffen, das heißt, es ist sein zweiter. Okay, dann bitte den Schaden. Wow. Boah, du triffst ihn mit deiner Stabschleuder, mit deinem doch ja, handgroßen Stein. Stein, genau. Genau, und ja, du triffst ihn. Und ja, er verzieht einmal kurz das Gesicht, richtet sich dann aber sofort wieder auf. Du merkst, es hat nicht so viel Schaden gemacht, aber ein klein wenig. Ich gehe das nächste Mal auf die vor sich hin ätzende Wunde. Gut, damit ist unser Bogenschütze dran. Ja, der wird auch bei der altbekannten Taktik bleiben. Du musst auch Schuss ins Getümmel anmachen, das hast du, oder? Ja. Gut. Ja, du schießt leider daneben. Du musst aber bitte immer dran denken, dass ihr die Fernkampf benutzt und euch immer die Steine oder Pfeile abstreicht, ne? Gut. Damit ist die Kampfrunde vorbei. Und eine neue beginnt. Ja, Travian versucht jetzt, Nimro, dich direkt anzugreifen. Du weißt, wenn du mit deinem Schild diesmal parierst, dann kann es sein, dass das dabei noch weiter beschädigt wird und kaputt geht. Wenn du ohne Schild parieren möchtest oder ausweichen möchtest, kannst du das natürlich machen. Sie würde versuchen, mit ihrer Waffe zu parieren. Aber erstmal soll er zeigen, ob er trifft. Ja. Gucken wir jetzt.
sehe schon die 1. Ja, er trifft. Ja, ich sehe schon die 1. Und ja, er trifft. Leider nicht, dann bekommst du 18 Schadenspunkte. Denk an deine Rüstung. Ja, wenn ich meinen Rüstungsschutz von 3 abziehe, sind es immer noch 15. Ja, also du spürst, wie du ein Schwert einmal schön über deine Vorderfront gezogen bekommst und das tut scheiße weh. Und was dir dabei auch auffällt, ist, dass seine Wunde, wo du ihn vorhin getroffen hattest, keine Bläschen mehr wirft. Ich muss den Kerl treffen. Das wäre noch zu früh, wir hatten erst 3. Nee, wir sind in der 4. Ja, aber er hat erst 3-mal Schaden dadurch bekommen. Ja? Okay, dann... Jetzt ist die Fähigkeit des Baders befragt. Okay, gut, wenn Patrick da mitgezählt hat, gut, dann noch eine Runde. Okay, der eine Schadenspunkt, ne? Ja, okay. Gut, ja, die Schadenspunkte hatten wir, dann ist Rufus dran. Alt? Nein. Achso, doch, ist ja, vor dir Rufus dran, ist doch? Vor mir dran, sorry. Ja, ja, der beißt einfach nochmal zu. Ja, dann bitte deine Attacke. Gucken wir mal, ob er das... Ja, sogar kritisch. Das heißt... Gucken wir mal, was Rufus mal wieder passiert. Kritischer Erfolg, Nahkampfverteidigung. Lieber Gwirr, 2W6er. Ach, immer wieder ich. Ja, du bist die Glücksfee für uns anderen Glücksfee. Leute. Die Glücksfee, ich glaube nicht, dass ich hier irgendeine Art von Fee bin heute. Das ist eine 7. Eine 7. Passierschlag. Das heißt, Travian darf sofort einen Passierschlag gegen Rufus ausführen. Das würfel ich aber nicht aus. Nein, den Passierschlag mache ich. Ich glaube, ich habe nicht genügend. Ich ahne Böses. Gelingt. Ja, da Rufus nicht wegrennen wollte oder sonstiges, darf er sich leider dagegen auch nicht verteidigen. Und bekommt 13 Schadenspunkte. Was hat er an natürlicher Rüstung? Keine. Doch, er müsste welche haben. Ich habe hier 0 stehen. Ja, aber das sollte Fell oder so 16. sein. Nehme ich. Ich bin da voll bei Patrick. Moment, ich gucke einmal schnell. Hat doch so ein typischer Hund. Ja, oder nicht? Genau. Nee, Tatsache. Er hat Rüstungsschutz 0. Ja, dann bekommt er den vollen Schaden leider ab. 13 Schadenspunkte. Ei! Ja. Sowohl Khajiit als auch Saladier, ihr seht, dass eure Nahkämpfer gut einstecken müssen. Nimru, du bist dran. Ja, Nimru lässt sich davon nicht aufhalten und versucht wieder mit der Axt zu treffen, diesmal aber normal. Mhm. Ui. Eine 1. Okay, schauen wir mal, ob er das parieren kann. Bitte nicht schon, Peter. Das nächste Mal Wuchtschlag 3. Ja. Ja, Rufus hat ja aber dennoch getroffen, mehr oder weniger, auch wenn er es abwehren konnte. Deswegen ist seine Parade erschwert. Also die Chancen stehen gut. Ja, nicht gut genug. Ja, die Chancen aber leider stehen für Travian gut, ja, das stimmt. Die Chancen Nimru schimpft immer einmal laut. Nimru schimpft einmal in ihrer Muttersprache. Gut, keiner der Umstehenden versteht irgendein Wort. Gut, damit ist dann unser Magier wieder dran. Besser mal mit dem Blitz versuchen. Mit Blitz dich find? Ja. Also du versuchst ihn noch einmal zu blenden. Genau. Gut, wieder die... Ohne Modifikation. Mit minus 4 natürlich. Genau. Hoffentlich ein Patzer oder so. Ja, schon. Es gelingt dir. Mit Zustände. Warum rechnet er den Zustand bei dir nicht mit rein? Das verstehe ich nicht. Jetzt nämlich minus 5, weil du ja den Zustand allgemein durch deine Erschöpfung eins hast. Das heißt, wir müssen wieder kurz rechnen. 10, 11, 5. Was heißt der zweite Wert bei Blitz? Ich finde es in. Ja, schaffst du trotzdem. Gut, also Qualitätsstufe 3 bleibt. Ja, du ziehst dir wieder 4 ASP ab. Hab schon gemacht. Und.
Genau. Einmal für ihn. So. Gut. Ja, du siehst, dass du ihn triffst und er auch etwas, ja, perplex hin und her schaut. Aber vielleicht ist es die Erfahrung oder sonst was. Also du hast schon gesehen, dass andere auf Zauber von dir stärker reagiert haben. Okay, dann ist unser Bogenschütze dran. Ja, der schießt einfach wieder. Okay. In die Menge. Ja, das sehen wir gleich. Nein. Ey, trifft endlich mal. Schauen wir einmal, ob er ausweichen kann. Nein. Oh, kritisch sogar nicht. Na dann, jetzt aber. 15-facher Schaden. Mhm. Oder nee, 15-fache Trefferpunkte. Sehen wir gleich. So. Ja, jetzt darfst du wieder Glücksfee spielen. Was muss ich würfeln? 2W6? 2W6er. Jetzt würfel was Gutes. Ah, setz mich nicht so unter Druck. Was sind das? 6 und 3. 9. Eine 9. Auch er, ja, er wollte dem Schuss gekonnt ausweichen, ist aber einen Schritt nach hinten gegangen und ist dann blöde mit dem Fuß umgeknickt. Auch er kriegt für 3 Kampfrunden eine Stufe Schmerz. Bin für meine Variante. Das Buffy das Publikum trifft? Nee, 15-fache Trefferpunkte. Das heißt, ich würfel ganz normal den Schaden aus. Ja. Wow. Hörst du mal 15, wäre gut gewesen. Also, ja. Ich meine ja nur. Dann läge er, ganz sicher. Ja. Gut, ja, du triffst ihn sehr schön mit dem Pfeil und gefühlt ist das auch der erste Treffer von euch, der sichtbar Schaden gemacht hat. Denn er sackt wirklich ein Stückchen weg und ja, zieht sich den Pfeil natürlich auch sofort wieder raus, aber du siehst, der hat gesessen, der Schuss. Also, ordentlich. Gut, damit ist Ravian wieder dran und das scheint ihm nicht gefallen zu haben, was ihr da gerade getan habt. Oh oh, es kommt die zweite Kampfphase des Bossgegners. Ihr wisst, was das bedeutet. So lauft, so schnell ihr könnt. Kampfmusik wird schneller. Ja, die Arena wird kleiner. Ravian bekommt leuchtend rote Augen. Ja, die Arena füllt, ja, die Arena so füllt sich Art. Mit Lava. So in der Art. Nimrod, du siehst, er holt aus. Und zwar zu einem Schlag. Das wird wehtun, wenn er dich damit trifft. Schade ums Schild. Okay, du ziehst also dein Schild. Schade um Nimrod. Das Schild funktioniert leider nicht und du bekommst 20 Schadenspunkte. Ich glaube, damit ist Nimgu gerade bewusstlos zusammengeklappt, weil sie ist jetzt genau auf Null. Ja, also ihr seht, wie, ja, nachdem Travian den Schuss abbekommen hat, punktet er euch böse an, holt mit seinem Langschwert aus und mit einer einzigen Attacke geht eure Kriegerin, die vorne in der ersten Reihe stand, zu Boden und zwar bewusstlos. Das ist unschön. Und sehr er unschön. Schaut dich böse an, Saladier. Es läuft. Ja. Gut, damit ist Rufus dran. Ja, jetzt sagen wir mal regeltechnisch, wann das kritisch wird mit Lebenspunkten. Also bei 0 wirst du bewusstlos, bei mehr als der Hälfte deiner normalen Lebenspunkte im Minus bist du unwiderruflich tot. Soll ich jetzt drauf pokern, dass der Typ nicht spontan 30 Schaden und mehr macht? Du hast gesehen, was er gerade bei Nimru gemacht hat. Ja. Und sie hatte gute Rüstung. Ja, und sie ist vor allem die einzige Kriegerin gewesen. Verdammt, ich hab die Rüstung verpeilt. 3 Lebenspunkte hat Nimru noch. Na gut. Okay, dann, normalerweise hätte ich jetzt gesagt Pech, aber in dem Fall, okay. Nimru, du merkst, der Schlag hat gesessen und noch so ein Schlag verkraftest du nicht. Dann Nimru taumelt rückwärts. Und lässt dann demonstrativ ihre Axt fallen. Und schaut etwas perplex und schon leicht schwankend Rezan an.
Gut, ihr seht also, ja, eure Kriegerin surrendert. Sie gibt auf. Dann würde sich Saladier dem anschließen und Rufus zurückzurufen. Okay. Jo, das würde der Magier dann auch tun. Also die Schleuder wegstecken. Dann hüpft Retzan einmal über die Absperrung und geht schnellen Schritten auf Nimrod zu. Mit den zwei Verbänden, die er schon in der Hand hat. Saladier würde dann die Gelegenheit nutzen, seine verschossenen Pfeile wieder einzusammeln, soweit. Die liegen ja alle rum, weil er hat ja nicht getroffen. Moment, ich darf mich kurz unterbrechen. Wir haben jetzt eine gute Stunde. Vielleicht sollten wir das, da jetzt der Kampf zu Ende ist, in die nächste Episode auslagern. Weil es wird ja Beratungsbedarf geben, nehme ich an. Wer sagt denn, dass der Kampf zu Ende ist? Ich glaube schon, dass der, wenn man da dass das aufgeben darf, oder? Der Meister hat noch nicht gesagt, dass Travian nicht zum nächsten Schlag ausholt. Er war gerade dran. Okay, wir können es ganz kurz abkürzen. Da ihr alle aufgebt, nehme ich an, dass ihr alle eure Waffen wegsteckt, niederlegt, wie auch immer. Ja, habe ich ja gesagt. Ja, und als Travian wieder dran ist, richtet er sich auch auf und steckt auch sein Schwert weg. Der Kampf ist vorbei. Gut. Ja, dann brauchen wir einen Episodennamen. Grandioses Gemetzel. Der gescheiterte Kampf. Vier auf einen Streich. Zauberpanzer. Ihr dürft doch in dem Folgentitel nicht den Ausgang der 1-stundenlangen Folge spoilern. Ey, deswegen habe ich doch gesagt, grandioses Gemetzel. Ja, ja. Sagt ja keiner für wen. Ich bleibe bei Zauberpanzer. Also ein guter Kampf war das schon. Die Frage ist, für welche Seite? Kampfgeschick. Für uns nicht. Also wir hatten ja Attacke Misslungen, wir könnten jetzt Attacke Gelungen nehmen. Endgegner. Final Boss. Nein. Endgegner? War das wirklich euer Endgegner? Wir werden sehen. Ich hoffe, wir sind bei dem dann in einer besseren Verfassung. Also der war ja schwieriger als das Turnier davor. Ja. Definitiv. Und ihr wart zu viert. Naja, zu dreieinhalb. Dreieinhalb stimmt. Gegen Travian. Stimmt, der Magier sind die auch angeschlagen, ne? Und vier Dukatenarmer. Vier Waffen die Gruppe. Für ein Ticket. Treffer für Travian, würde ich sagen. Das klingt gut. Ja, vier Waffen für ein Ticket ist auch nicht schlecht. Ich finde, Treffer für Travian ist halt auch so eindeutig, so in welche Richtung das geht, dieser Kampf. Ja, aber es ist alliterativ. Oder dann halt Travian Doppelpunkt Treffer. Oder Travian trifft. Tja, ich werde mir irgendwas überlegen müssen. Die Episode ist jetzt aus. Die Helden haben es wieder versucht. Und ich glaube, für alle, die sich von der Dottore haben anheuern lassen, auch für den nicht anwesenden Dartan gilt, glaube ich, also das gibt eine derart saftige Erschwerniszulage und Spesenauslage für kaputtgegangene Schilde und so weiter. Also das wird richtig teuer. Ja? Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Leider ist auch dieses Mammutin-Billet wohl nicht gewonnen worden, da bin ich mir sehr sicher. Und wie die Helden jetzt noch weiter versuchen, an ein weiteres Ticket zu kommen und wie sie sich jetzt beraten und auch die Wunden versorgen, das sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin!